So, moin. Als allererstes, bevor wir auf unser Wochenthema eingehen, wollten wir euch mal die Strompreise zeigen, beziehungsweise wollte ich nochmal auf das Wochenende eingehen, da ja aufgrund der schwerwiegenden Windsituation, wie wahrscheinlich viele heute Nacht mitbekommen haben, hier bei knapp 50 Gigawatt die Preise hier in Keller gegangen sind, hier auf 4,1 Cent und auch davor die Nacht waren die hier bei 5 Cent. Und da macht sich natürlich die Differenz wieder bemerkbar, indem man beispielsweise einen Batteriespeicher laden könnte oder den flexiblen Strompreis nutzen könnte im Zusammenhang mit unserer Steuerung, um eben Verbraucher in diese günstigen Zeitzonen anzusteuern. Und das wird auch nochmal wahrscheinlich heute auf uns zukommen, beziehungsweise die nächsten paar Tage auch noch, bis der Windberg hier dann wieder verschwindet und nach hier hinten raus ist es ja eh immer ein bisschen ungewiss, wie sich die Windsituation entwickelt, aber erstmal ist hier kein Riesenberg zu erkennen. Das sieht man hier auch in der Vorschau. Ja, läuft eigentlich alles sehr gleichmäßig, mehr oder weniger. Die Differenz vom Minimum zum Maximum ist nicht sonderlich hoch, wie wir es halt aus den Wintermonaten so kennen. Kein PV-Strom, viel Wind, was natürlich den Strompreis in die Tiefe drückt und gar nicht erst in den Spitzen nach oben kommen lässt. Interessant war jetzt auch am Wochenende die 15-Minuten-Preise an der Börse. Also hier oben sieht man die 15-Minuten-Preise und unten die Stundenpreise. Und man sieht, hier gab es ganz viele Ausreißer nach unten und zwar negative Preise. Und zwar haben wir hier 12,4 Cent die Kilowattstunde. Hier haben wir, stimmt gar nicht, 1,7 Cent die Kilowattstunde. Ja. Und hier haben wir aber 5,4 Cent die Kilowattstunde. Man sieht hier in diesem Zeitbereich, sagen wir mal von 0 Uhr bis morgens 6 Uhr, haben wir immer wieder mal durch die Viertelstundenvermarktung negative Strompreise. Darf ich mal was sagen? Ja. Ich habe das die ganze Nacht beobachtet. Ich habe ja die Stromampel zu Hause für meinen flexiblen Strompreis bei Timmer. Und die ganze Zeit war ich in der Lage, mit Hilfe der grünen Steckdose und der gelben stromintensive Prozesse ablaufen zu lassen. Bei mir war es einfach den Akkuladen zu negativen Strompreisen. Das war ziemlich einfach. Ja, und durch die negativen Strompreise zahlt man ja auch kein Geld. Man kriegt es quasi geschenkt. So ist es. Denn Strom kriegst du geschenkt, wenn man und das will. War automatisch, weil die ja automatisiert vom Strom für Tagebuch angesteuert werden. Soweit mein. Genau. Dazu. Und natürlich profitieren hier auch Großbetriebe oder große Anlagen davon, von diesem dynamischen Stromtarif, wer ihn dann auch hat. Der profitiert natürlich besonders, weil man kann flexibel seine Verbraucher oder bestimmte Verbrauchergruppen ansteuern, um halt eben in Negativphasen oder in geringen Strompreisphasen Großverbraucher dahingehend zu verschieben. Und gleichzeitig kann man auch mit der Verschiebung auch seine Spitzenlasten ein bisschen auflösen. Ist ja auch noch so ein kleiner Nebeneffekt. Wenn wir einmal runterscrollen, dann sehen wir das schon. Wir sehen also Phasen, wo viel elektrische Energie verbraucht wird und Phasen, wo wenig Energie verbraucht wird. Und logischerweise, wenn ich einen hohen Strompreis habe, versuche ich wenig Strom zu verbrauchen. Mhm. Und das kann man an den Wellenbergen hier ablesen. Ja, richtig. Man sieht hier, bestimmte Prozesse werden hier mal ausgelassen. Ja. So klar, jetzt ist es ein bisschen untransparent durch eben diese nicht vorhandene Differenz. Aber gerade zum Sommer hin wird das wieder extrem deutlich, wann hier Aggregate laufen und wann eben nicht. So wie die PV-Anlagen aufs Netz einwirken mit ihrer elektrischen Leistung durch die Solarstrahlung. Ja. Erhalten wir wieder Differenzen und ganz klare Abgrenzungen. Lastfall 6 Uhr, kein Lastfall 12 Uhr, Lastfall 18 Uhr, wenn die Sonne dann wieder untergeht. Und dann haben wir wieder die Differenzen, wie wir es die letzten 2 Jahre auch beobachten konnten. Genau. Und da kommen wir schon zum Thema der nächsten Zeit. Und zwar sind das die guten Batteriespeicher, die ja sehr
beliebt, umstritten und ja auch sehr unerforscht sind teilweise, wo eigentlich keiner richtig weiß, wie ist das mit der B- und Entladung, wie viel Zeit braucht sie, wie schnell geht denn so ein, ja, also wie schnell gehen die Ladezyklen kaputt, wie lange halten die, welche alles, Wartungsintervalle gibt es? Alles Unbekannte. Genau. Wenig erforscht, wie es vor 20 Jahren bei den PV-Anlagen der Fall war. Pionierarbeit muss geleistet werden und wir helfen euch dabei. Wir haben ja gestern schon angefangen, die Batteriespeicher auszumessen mit unseren Labormessgeräten. Derzeit favorisiere ich den Hersteller dieser Heimbatterien. Warum? Weil er eine ganz kurze Ladezeit hat. Er hat einen sogenannten Powerladezyklus und ist in der Lage, innerhalb einer Stunde den Akku von leer auf voll durchzuladen. Von leer auf voll lädt man aber bitte keinen Akku durch. Er darf nie richtig leer sein und er sollte auch nicht auf 100% gefüllt werden. Dazu kommen wir später noch. Deswegen muss der Akku immer etwas größer sein, damit er in seinem Arbeitsbereich tätig sein kann für uns. Wir haben ja schon heute, gestern und heute einen kleinen Test gemacht. Wir haben den kleinsten Akku, den wir überhaupt kriegen konnten, gestern beladen und mussten welche Ladezeit? Leider? 7 Stunden. Jawohl, wir haben also den ganz kleinen mit 90 Wattstunden aber getestet im Labor und der hat also wirklich, ja, 7 Stunden gebraucht von leer auf voll. Und damit kann man natürlich weder, ja, gar nichts intelligent ansteuern, weil in den 7 Stunden ist der Strompreis schon 1000-mal hoch und runter gesprungen, gerade in der Viertelstundenvermarktung. Also das bringt mir dann in dem Fall auch nichts. Deswegen muss man sich ganz genau mit der Thematik auseinandersetzen, mit den Datenblättern. Ja, dazu leisten wir jetzt Arbeit. Wir beschäftigen uns mit den namhaften Batterieherstellern, machen uns dort schlau, um euch dann eben dahingehend, ja, gute Aussagen tätigen zu können, gewissenhafte Aussagen tätigen zu können, welcher Batteriespeicher es denn sein soll. Denn es macht auf jeden Fall Sinn, egal welche Anlage, egal ob in der Industrie, in der Biogasanlage oder auch zu Hause, einen Batteriespeicher einzusetzen, gerade auch noch in Verbindung mit PV und auch, wenn man über die Direktvermarktung nachdenkt, seinen überschüssigen Strom dann eben noch weiter direkt zu vermarkten, was ja im Heimbereich auf jeden Fall möglich ist, ne? Ja. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, aber das ist definitiv die Zukunft und wird kommen, denn, auch ganz interessant, heute hatten wir ein Gespräch mit den Stadtwerken. Und auch die haben uns wieder bestätigt, dass es ab 2025 nur noch dynamische Strompreise geben wird. Also nur noch nach der Strombörse gehandelt und keine Festpreise mehr. Also die 4 bis 6 Cent die Kilowattstunde, die man jetzt vielleicht noch gerade zahlt, sind dann Geschichte. Und dann sollte man sich bis 2025 definitiv schon damit beschäftigt haben und eine Lösung gefunden haben. Ganz wichtig, schon beschäftigt haben, denn dann kann man die niedrigen Preise nutzen. Und die Aussage war ja heute, dass die Kunden, die gewerblichen Kunden, die bei den Stadtwerken den dynamischen Strompreis benutzt hatten, schon 4 Cent waren, besser gelegen hatten als die Kunden mit dem Festpreis. Das ist ja schon mal eine ganz große Ansage. 4 Cent günstiger über den Jahresmittel wert bei dynamischen Strompreisen ohne Optimierung. Ja. Ohne Optimierung. Ja. Und wir, was das Ganze dann ausmacht mit Optimierung. Mit Optimierung. Das haben wir ja schon lange diskutiert und werden wir weiter diskutieren. Ja. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit dem Batteriespeicher, um das noch mehr auszureizen. Genau. Und den günstigen Strom dann zu nutzen, wenn er günstig ist, oder aus dem Batteriespeicher PV auszuloten, wann ist der optimale Zeitpunkt für welche Stromquelle. Genau, richtig. Wir haben jetzt hier so einen Stromanbieter, Tibber, ist sehr weit verbreitet eigentlich mit den dynamischen Preisen. Und aber mittlerweile machen das sehr viele oder springen ja viele auf den Zug auf, sogar schon, wie gesagt, Stadtwerke und auch kleine Stromanbieter, ja, weil sie mehr oder weniger auch dazu ja verleitet werden, dass einfach die Zukunft ist. Und ist natürlich auch sehr
lukrativ ist, genau. Also wir haben ja hier schon einen Kunden bei uns im Stromviertagebuch mit einem Batteriespeicher. Der hat die Kombination aus 160 kW Peak PV-Anlage mit 45 kWh Batteriespeicher. Ja. Und ich kann natürlich nicht einfach nur so meinen Batteriespeicher anschließen, ohne irgendeine Logik, ohne irgendeine Intelligenz. Erstens muss ich wissen, wie groß muss denn überhaupt mein Batteriespeicher sein, was Holger eben schon einmal meinte. Man muss genau wissen, für seinen Lastfall, was muss ich abdecken. Und wie gesagt, er muss größer sein, um halt nicht immer an die Obergrenze zu kommen und es voll auszureizen, sondern muss sich in einem guten Optimum befinden. Genau. Und natürlich, man sieht hier, der Batteriespeicher wird hier von der PV-Anlage geladen und entlädt sich dann sofort. Und das hier ist abends oder nachmittags in dem Fall. Klar, wir haben jetzt nicht viel PV-Strom, aber man sieht hier, es ist gar keine Intelligenz drin. Wir sehen ja in den Gruppen, dass die Betreiber von den Hausbatteriespeichern sehr bemüht sind, ein Management durchzuführen, nur so viel Strom aus der Batterie zu entnehmen, wie das Haus verbraucht und nicht eine Vollentladung durchzuführen. Das mache ich ja mit keinem Auto. Ich fahre bedarfsbezogen und nicht 80-100 km/h durch die Stadt, nur weil ich Auto fahre. Genau. Also hier bei den Batteriespeichern ist auch Denkarbeit gefordert. Das heißt, ich muss wissen, wie sind meine Spitzenlasten, wo sind die Pausenzeiten, wo muss ich messen, um der Batterie die richtigen Ergebnisse zuzuführen. Und dieses alles erarbeiten wir gemeinsam mit euch in den Anlagen, so wie hier und so wie in der Zukunft mit den Batteriespeichern, die wir vom Stromfit-Tagebuch ansprechen werden. Von hier aus über die Schnittstellen, die sie haben. Genau. Das war es erstmal dazu, zur Einführung. Und wie gesagt, in den nächsten Videos werden wir nochmal intensiver zu den einzelnen Herstellern darauf eingehen. Ja. Tschüss. Also, tschüss.